So Leute, die Leute von euch, die mir auf Instagram folgen, haben das schon gesehen. Ich habe coolen Stuff gekriegt. Ich habe eine Ladung von Produkten von Zaubern bekommen. Danke nochmal dafür. Die ich heute für euch reviewen kann. Bin da echt mal gespannt. Ich sehe die Produkte von denen jetzt schon ziemlich oft und in verdammt vielen Läden. Und deshalb wollte ich mir die einfach mal angucken. Deshalb nochmal vielen Dank für die Chance, dass ich das tun kann. Und dann gehen wir mal die einzelnen Produkte durch. Ein kurzer Einschnitt an dieser Stelle. Ihr seht unten in der Timeline, seht ihr aktuell einzelne Kapitel. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr besonders interessant fandet, könnt ihr dorthin springen. Ich würde euch aber empfehlen, das komplette Review zu sehen. Einfach auch, weil es über der Zeit hinweg einfach Dinge nochmal angesprochen werden. Und ich dieses Review binnen 3 bis 4 Wochen zusammengestellt habe, um möglichst viel Zeit verstreichen zu lassen, um die Sachen gut testen zu können. Dennoch, unten habt ihr die einzelnen Kapitel. So, als allererstes die Matte. Faster you sack of meat. Okay. Achso, Fleischsack. Nein, du Fleischsack. Mit so einem Drachen und so einem Ritter oben drauf. Gucken wir uns die mal an. Hier mit Shop und Instagram. Könnt ihr dort auch folgen, wenn ihr diese Produkte gut fandet. Ich werde sie dann mal ein bisschen rumtesten. Nimm die mal auf. Da ist die Matte. Oh mein Gott, ist die hübsch. Ich finde das Artwork richtig, richtig cool. Mit Pindurski. Zauberhand hier oben in der Ecke. Auch schön einfach nur draufgedruckt, nicht irgendwie fancy versucht zu machen. Richtig schön. Gestickter Rand heißt für mich immer, die Matte wälzt sich noch ein bisschen. Und die Matte hat oftmals das Problem, dass Karten so ein bisschen hängen bleiben. Das können wir gerade mal schon mal testen. Weil ich habe ja auch fürs weitere Testen natürlich mein Ojutai Commander Deck dabei. Weil damit werden wir jetzt gleich auch was anderes probieren. Ich gehe mal hier hin. Nichts. Nichts. Ich bin begeistert. Oh mein Gott, die sind richtig schön gestickt. Wie gesagt, das mit dem Rollen, das legt sich mit der Zeit. Die ist auch richtig dick. Also ich habe da drunter ja immer so eine normale Matte von mir liegen. Und die ist locker. Locker, doppelt so dick. Oh mein Gott, wie gut. Das ist eine richtig stabile Matte. Und mit einem echt schönen Artwork. Auch ziemlich hochauflösend gedruckt da drauf. Ich bin richtig begeistert von der Matte, oh mein Gott. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die demnächst auch öfter sehen werdet auf dem Kanal. Also, das ist eine richtig gute Matte. Auch von der Qualität her, die Bestickung richtig gut. Ich bin begeistert. Die Matte gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott. Sleeves! Und jeder, der meinen Channel schon ein bisschen kennt, weiß, ich liebe Sleeves. Und ich bin aber auch sehr kritisch bei Sleeves. So, Zauberhand streng limitiert auf 1000 Packungen. Das finde ich persönlich sehr cool, dass es halt limitierte Sleeves sind. Allerdings muss ich sagen, Limitierung bedeutet auch immer, wenn ich dieses Hüllen unglaublich schön finde und ich würde die gerne weiter benutzen, werde ich das nicht können. Das ist so ein bisschen der Nachteil an limitierten Dingen. Ja. Kenne ich persönlich halt von anderen Herstellern. Ja, wir haben Artwork mit dem Gemälde Twilight Magicken von Stefan Gilev. Das muss man ja auch irgendwann mal zeigen, dass hier auch Künstler dahinter sind. Ja, dann haben wir die ganz normalen Erklärungen da drauf und oh mein Gott, die haben so einen Glitzer vorne drin. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die wären in matt. Aber die glitzern vorne raus, wie ihr auch schon seht. So, die Hülle selber ist sehr dünn tatsächlich. Und hat aber ein sehr schönes Finish. Also sie ist wirklich, wirklich dünn. Die fühlt sich gerade im Vergleich zu anderen Hüllenherstellern richtig dünn an. Aber das Artwork ist ziemlich schön drauf gedruckt. Und ich glaube, hier ist auch keine, nee, hier ist keine zusätzliche Folie drüber. Das heißt, das Artwork ist hier wirklich drauf gedruckt. Es sind 104. Das bedeutet, ich kann mit einer mal so die Standard-Tests durchmachen. Also abkratzen kann ich das Artwork nicht, auch wenn man die Kratzer natürlich drauf sieht. Da. Ja, das Silber innen ist halt Geschmackssache. Ich finde es persönlich wahrscheinlich ein bisschen störend, aber ich werde es gleich mal mit meinen Sleeves mal probieren. Ja, ihr kennt die Tests. Da ist sie gebrochen. Ich musste schon ein bisschen Kraft aufwenden, aber jetzt auch nicht unglaublich viel. Wobei hier die Seite wahrscheinlich ein bisschen. Oh, die ist richtig stabil. Also hier kriege ich sie nicht mehr auseinander. Bin mir jetzt nicht sicher, was das bedeutet. Wir werden jetzt mal einfach mal ein Deck darin einfohlen. So, jetzt habe ich meinen Unstein-Commander da mal reingepackt. 4 Hüllen sind übrig. Plus
Die fünfte, mit der ich ja gerade eben getestet habe. Bodenstein hat aktuell noch eine eigene Hülle, damit, wenn ich sie reinmische, ich sie finden kann. Auch wenn das eigentlich nicht so beliebt ist, gerade wenn man einen Bodenstein zurück auf die Hand nimmt oder so. Aber das ist egal. Das ist egal. So, wir haben jetzt die Sleeves mal eingepackt. Wie gesagt, die zweite Generation der Sleeves, die erste und ich glaube dritte Version habe ich noch hier rumliegen. Die kann ich hier nach mal zeigen. Da sind auch Token drin. Auf die Token kann ich auch noch mal eingehen. So, ich mische das mal so ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert. Wenn man das mal sieht, die fallen fast komplett ineinander. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass die wegen den scharfen Kanten so ein bisschen ineinander sich verhaken, aber Schaffel, Schaffel, Schaffel. Nein, gar nicht. Und selbst wenn ich jetzt mal hingehe und wirklich mein komplettes Commander-Deck mal in die Hand nehme, Gott, ich habe lange schon keinen Commander mehr in der Hand gehabt, oh mein Gott, und probiere das jetzt und die fallen ineinander. Also es ist wirklich gut. Also ich bin jetzt gerade einfach nur zu doof, ein Commander-Deck zu mischen, aber ich bin sehr, 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 sehr zufrieden damit. Das ist wirklich, wirklich gut. Das hier wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier das fertiggestellt habe, weil hier wird eine Einblendung von dem Zukunftsblackie sein, der die Dinger mal eine Woche lang durchgeschaffelt hat, um zu gucken, wie die denn sich auch im Langzeittest unter Dauerbelastung repräsentieren, sage ich mal. Weil aktuell spielt man zwar nicht so viel in Person, aber ich kann ja trotzdem vom PC sitzen und mischen. Also, sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem ich die Hüllen jetzt eine Woche lang getestet habe und bisher sehr zufrieden damit war, gucken wir uns die Hüllen mal nach einer Woche an. Wir haben hier ein paar Ecken, die so ein bisschen angedatscht sind, aber das ist nicht schlimm. Das ist bei Hüllen ja normal. Und sie lassen sich immer noch extremst gut mischen. Also, gerade für das, was ich erwartet habe, lassen sie sich richtig gut mischen und nach einer Zeit gewöhnt man sich auch wieder an die 100 Karten. Wenn man hier auch sieht, mittlerweile geht das mit den 100 Karten mischen auch wieder. So, allerdings, was ich sagen muss, was mich richtig überrascht hat, mir ist keine Hülle kaputt gegangen. Das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, dass mir während dem Testen der Hüllen keine Hülle kaputt gegangen ist. Ich probiere das mal hier reinzukriegen, die haben hier oben wieder so ein bisschen was, aber das passiert durchs Mischen, das ist ganz normal. Gerade bei so Langzeittests, die ich ja gerne mal mache, gehen mir normalerweise so 2 bis 3 Hüllen kaputt, alleine wegen Produktionsfehlern. Und das ist hierbei halt echt nicht der Fall, das ist wirklich, wirklich gut. Sie kleben auch nicht wirklich, also wenn ich es mal hinlege, drücken wir das mal zusammen. Und dann probieren wir mal. Also, da klebt nicht wirklich was. Oh, da waren jetzt gerade ganz kurz 2 Karten geklebt. Wenn ich das mit anderen Hüllen vergleiche, ja, da kleben die hier fast gar nicht. Das ist wirklich, wirklich gut. Was ich ein bisschen verstörend finde, aber das liegt vielleicht auch dran, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Das war vielleicht normal. Trotz, dass ich sie immer wieder runterdrücke, ziehen die sich mit Luft voll an der einen Ecke, als wären sie gerade frisch gesleeved. Ja. Das ist seltsam, um es freundlich zu sagen. Aber gut, damit muss man wohl leben. Ich werde wieder noch einen Schritt in die Zukunft machen. Und vielleicht komme ich nochmal zu den Hüllen zurück. Jetzt bleiben wir erstmal im Jetzt und hier. Und nachdem wir uns die Hüllen angeguckt haben, der zweiten Generation, können wir auch mal so einen kleinen Blick auf die Hüllen der anderen Generation werfen. Denn ich habe wunderschöne Tokens dabei bekommen. Wir haben einmal Mensch-Token in der First Gen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist die First Edition. Die haben sogar noch ein bisschen mehr eckige Kanten. Also da könnte es sein, dass die sogar noch ein bisschen eckiger sich verkanten. Dann haben wir die zweite Generation an Tokens. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das die zweite Generation an Hüllen ist, weil eigentlich sind das hier ja die zweite Generation an Hüllen. Kann sein, dass die hier schon mal so zwischendurch mal kamen oder dass das vielleicht die allerersten Hüllen waren, weil dieses Zauberhand hier drauf wirkt ein bisschen verblasst. Soweit ich weiß, sind das limitierte Artworks. Es sind sehr, sehr schöne Hüllen. Ich würde sie persönlich jetzt nicht nutzen, aber ich werde die Wolf-Token nutzen. Schön mit dem Indikator für grün. Richtig cool. Also wenn Zauberhand sowas auch noch anbietet an Tokens, wäre ich natürlich einer der Ersten, der sagt, hier, Tokens. Tokens nehme ich immer. Gerade für meine ganzen Gameplay-Videos wären die Tokens richtig nice. Auch wenn man sie nicht richtig erkennt. Davon eine helle Edition, eine White Edition. Naja, wir haben jetzt erstmal hier noch ein Foil. Das ist die Third Edition. Auch hier schön dritte Edition. Schön angezeigt. Wunderschöne Token. 3-3 Bestien-Token. Die kann ich sogar benutzen. Ich bin ja ein absoluter Token-Fanatiker. 5% Rabattgut mit CG-Player.
falls ihr da Interesse dran habt. Die Deckbox mit All Faces ist so eine riesige, riesige Box. Habe ich auch schon gesehen. Fände ich auch mal cool. Davon gibt es jetzt sogar die neue Edition in Dunkel. Da werde ich mal gucken, ob ich die irgendwie schaffe, noch für euch zu reviewen, weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe ja schon andere Boxen, so große Boxen, mehrfach gereviewt. Und ich muss sagen, da hätte ich auch noch Bock drauf. Und diese Hüllen. Oh mein Gott, diese Hüllen. Davon werde ich mir auf jeden Fall noch ein Packen holen. Ich liebe dieses Artwork. Oh mein Gott, richtig schön. Man erkennt es halt auf der Kamera ganz, ganz schlecht, dass da wirklich, wirklich Artworks drauf sind. Ich probiere das mal. Ja, so sieht man es besser. Das kann ich dann mitten reinschneiden. Das hier ist jetzt gerade Outtakes. Die kann ich dann immer mal wieder zeigen. Wir gucken uns jetzt mal hier weiter an, was wir hier noch so an grundlegenden Dingen haben, weil ich darf endlich weitermachen. Ich habe mich jetzt eine ganze Woche davor gedrückt, weiterzumachen. In der ersten Woche hatten wir die Matte, hatten wir die Hüllen, dann habe ich die Hüllen getestet. Jetzt, oh, finally. Also wir haben hier erstmal so zwei Karten, die finde ich ganz cool. Einmal Twilight Magicken und Twilight Magicken Second Edition, einmal für die Hüllen. Also wirklich so eine Verifizierung, hey, das ist Nummer 82 von 1000 mit dem Artwork drauf, richtig cool. Und wir haben auch mit dem Artwork, weil es die Second Generation ist, für die Deckbox. Und die gucken wir uns jetzt an. Ich bin schon die ganze Zeit drauf. Ich habe schon die ganze Zeit immer wieder hier reingeguckt, ob ich noch irgendwas sehe. Aber nein, tue ich nicht. Das ist so ein, ich würde sagen, so ein Jeans-Look. Also so sahen meine Jeans früher aus. Ist eine auch auf 1000 limitierte Box. Wie gesagt, die Second Generation, die First Generation war anscheinend auch ziemlich ratzfatz weg. Die dritte Generation ist so eine riesige Box, habe ich ja ganz am Anfang schon erwähnt. Und die Dune Box ist halt die riesige Box in Dunkel und noch ein bisschen erweitert. Richtig cool. So, gucken wir uns mal an, was so eine Deckbox kann. Wir haben, oh mein Gott, das Material ist, ich dachte gerade, es wäre echt Jeans. Aber es ist Kunstleder mit so einem Faserstyle drin. Und hier auch, das ist, oh, das ist sogar reingestanzt. Das ist nicht nur aufgedruckt so billig, sondern das ist wirklich auch gut reingestanzt. Oh mein Gott. Ich habe gute Qualität erwartet, weil ich auch viel Gutes davon gehört habe. Aber so übertrieben gute Qualität habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist wirklich cool. So, wir haben jetzt hier eine Box, die ist ein bisschen lang. Ganz, ganz krass lang. Die hat eine Lasche und eine zweite Lasche mit Magneten. Auch ziemlich stabile Magneten. Und wir haben, oh, ihr seht schon. Oh, wunderschön. Was haben wir hier? Geht das hier auch weg? Jawohl. So. Wir haben erstmal eine Deckbox und hier, das ist für mich so das Highlight, was die haben, für mich persönlich, weil ich bin jemand, ich laufe immer mit ganz wenig Akku auf Turnieren und auf einem Spielabend und so weiter rum. Hier ist eine eingebaute Powerbank drin. Ich habe, glaube ich, noch keine andere Deckbox gesehen, die eine eingebaute Powerbank hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass ich noch keine gesehen habe, aber hier ist auf jeden Fall eine drin. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die auch irgendwie da rauskriege, um die mal zu zeigen. Aber richtig, richtig cool mit Powerbank, mit Laden und Entladen. Einfach nur, damit man sein Handy laden kann. Das testen wir gleich auch mal aus. So, dann kriege ich das. Ah, hier geht das runter. Hier ist, okay, okay, wow, viel zu viel auf einmal. Also, wir haben erstmal vom Material her echt, echt schönes Material. Man fühlt so ganz minimal die Magnete, die eingelassenen, was nicht schlecht ist. Auch hier fühlt man die. Und dann haben wir eine sehr, sehr breite und sehr, sehr lange Deckbox. Da tun wir jetzt mal die gerade eben schon durchgemischten Karten rein, um zu gucken, wie viel Platz wir denn da noch haben. Die sind gedoublesleeved und wow. Okay, das ist eine richtig große Deckbox. Da passen locker noch Tokens dahinter. Das ist richtig viel Platz da drin. Das ist eine Deckbox für Leute, die dicke Inner Sleeves benutzen, die diese doppellagigen Inner Sleeves benutzen oder ähnliches, die nicht wissen, wohin mit ihrem Commander, weil es so dick ist, dass sie es nicht transportieren können. Das hier, guckt euch das an. Ich kann beide Seiten meinen Finger da reinschieben. Das klingt falsch. Und oh mein Gott. Gott, ist das Platz. Das ist voll nice. Also mir persönlich gefällt das ganz gut. Ich glaube, ich habe in meinem Ojo-Teil keine Tokens wirklich. Außer Menschen. Die habe ich ja jetzt endlich. Aber das ist voll gut. Auch in der Höhe richtig Platz. Und wenn ich die dann mal zumache und da mein Deck drin ist. Ja, da passiert halt nichts. Da passiert nichts. Also wenn ich Gewalt anwende, kann ich es nach oben wegziehen. Dann geht die auch auf. Aber da muss ich schon hart Gewalt anwenden. Das ist voll gut. Ich bin super hart begeistert von der Box. Ich habe die bisher ja nur auf Bildern gesehen und noch nie das Material so begutachten können. Die Nähte sind richtig gut gemacht hier. Das ist qualitativ echt, echt gut. Und das ist die zweite Generation. Es gibt ja mittlerweile dritte und vierte demnächst. Deshalb, also, puh, ich bin hier schon ein bisschen platt gefahren gerade. Was ist das? Ah, ich erinnere mich. Genau, dafür habe ich ja meinen Ojo-Teil rausgelassen. Weil für mich eins der Highlights, auch etwas, was ich noch nicht gesehen habe, innovativ sind die Jungs einfach richtig gut unterwegs. Tun wir hier mal den Ojo-Teil rein,
die Ojutai, Entschuldigung. Auch so, dass man ihren Effekt sehen kann. Und was ich jetzt damit machen kann, ist, ich kann die Ojutai hier vorne dagegen klemmen und habe immer meinen Commander-Griff bereit. Richtig nice. Auch hier mit diesem Stoff, der dann auch diesen Überzug hat. Richtig schön. Ja, ich habe hier ein anderes Sleeve, weil ich da meine Judge Sleeve habe, die ich von der Judge Academy geschenkt bekommen habe. Aber auch mit dem Magneten, alles ist richtig cool. Und theoretisch geht es auch hier drauf, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe. Oder geht es da nur so rum? So rum geht es hier drauf auch. Aber trotzdem, das ist richtig schön. Und das ist hier auch, wenn ihr es mal seht. So, ich musste auch schon ein bisschen Kraft wegziehen. Das heißt, der rutscht da nicht raus. Ihr verliert den Commander nicht, weil er irgendwie seitlich aus der Box rausrutscht. Das passiert nicht. Unwahrscheinlich. Sagen wir unwahrscheinlich. Kann man den theoretisch auch, um den auf Nummer sicher zu gehen, hier dran setzen? Ja, aber das quetscht den sehr ein. Okay, auf der Seite geht es nicht. Oder nicht so gut, sagen wir mal. Okay, das ist schon der vorgesehene Platz dafür. So, dann kommen wir zu dem nächsten Highlight, was wir gerade eben schon aufgemacht haben. Wir haben hier ein Kästchen und in diesem Kästchen ist ein Ladekabel. Das möchten wir nicht haben. Also möchten wir schon haben, wir brauchen es gleich. Aber ja, in diesem Kästchen können wir Würfel aufbewahren. Testen wir mal, wie viele. Also, ich habe hier erstmal Spindowns. Ja, die gehen nicht ganz nebeneinander, ist ein bisschen schade. So, ein paar Spindowns. Was haben wir denn noch? Ich habe hier nebenbei jetzt meine Würfelkiste aufliegen. Passt denn dieses Commander-Rad da rein? Das benutze ich ganz gerne. Das passt leider nicht. Das ist sad. Das ist wirklich sad. Das hätte ich gern drin gehabt. Passen denn die großen hier rein? Jawohl. Oha, also die, das ist der Throne of Eldraine, dieser Special-Würfel. Der ist ja schon um einiges größer. Und der passt easy hier rein. Nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Finde ich sehr, sehr cool. Den Rest können wir mit so ein paar W6ern und ähnlichem einfach mal vollwerfen. Ja, es ist okay. Also für einen Commander reicht das. Gerade weil es ja nur ein Commander ist. Man könnte jetzt auch hier diese kleinen Würfel nutzen. Davon würde man natürlich wesentlich mehr reinbekommen. Was mich ein bisschen schade stimmt, ist eben, dass dieses Commander-Rad da nicht reinpasst. Ich weiß, dass es noch das Commander-Rad gibt, das graue, was diese Kanten nicht hat. Dann dürfte das irgendwie passen. Aber das wäre cool gewesen, wenn das noch gepasst hätte. Aber man kann nicht alles haben. Die Box hat mich so schon überall in jeder Kategorie überrascht. Und auch dieses Würfelfach finde ich unglaublich gut vom Material her. Und da passen auch meiner Meinung nach genug Würfel rein. Gerade wenn man jetzt einfach nur gemütlich am Abend ein bisschen Commander spielen möchte mit seinem Commander-Deck. Deswegen freue ich mich tatsächlich auch über diese Box. Ziemlich, ziemlich sehr. So, dann das Highlight. Ich guck mal, ob ich die hier irgendwie... Sekunde. Kriegt man bestimmt raus, aber nur mit einer Menge Gewalt. Das finde ich ein bisschen schade. Man hätte hier irgendwie so ein irgendwas machen können. Hier unten das zeigen, auch hier zu. Hier hätte man irgendwie offen lassen können, dass man die durchdrücken könnte oder so. Weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit diese Box irgendwo hinstellen, um es zu laden oder entladen. Ich könnte die einfach mit dabei schleppen. Auf der anderen Seite, was mir beim Rumspielen gerade eben auch aufgefallen ist, diese zweite Lasche ist genau deshalb wahrscheinlich da. Weil mit ihr kann man eben genau diesen Zugriff auf diese Powerbank haben, ohne dass man großartig die Box auseinandernehmen muss oder eben diese Powerbank ausbauen muss. Das ist eine Menge, Menge Gedanken, was hier drin steckt. Wirklich eine Menge, Menge Gedanken. Und ich gucke jetzt mal, ob die Powerbank geladen ist. Und zwar können wir das einfach testen mit dem letzten Teil, was ich noch bekommen habe. Und zwar eine Lampe. Voll geil. Das ist eine Leselampe, die man hier auch klicken kann. Auch hier mit dem Zauberhand-Logo und dem Zauberhand drauf. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Plug into USB-Port. Und das kann man auf Powerbanks, Laptops und sonst was benutzen. Finde ich sehr cool. Jetzt muss ich die nur irgendwie aufkriegen, ohne sie komplett zerstören. So, gefühlt habe ich sie jetzt auch komplett zerstört. Das ist unsere Lampe. Wahrscheinlich ist das die Lampe und hier ist dann das Logo. Die lässt sich biegen. Das ist wirklich ganz cool. Und jetzt gucken wir mal, ob hier Strom noch schon drauf ist oder nicht. Wenn nicht, lade ich das ganz kurz. Okay, so rum geht die Lampe. Und das ist gar nicht mal so undunkel. Sekunde, das teste ich mal ganz kurz. Also damit ihr das mal seht, das ist halt wirklich eine ziemlich helle Lampe. Und die geht halt dann auch, je nachdem wie man sie einstellt, echt weit. Das ist cool, auch hier mit der Box. Das steht ziemlich stabil. Ich lege das jetzt mal seitlich und mache das Licht wieder an. Das ist wirklich cool. Also das ist praktisch. Man sieht halt nicht, wie viel Energie da wirklich noch drauf ist. Aber damit kann man eben auch laden. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass die Powerbank leuchtet. Warum leuchtet die denn? Gibt es hier irgendwo einen Indikator? Nee. Also man kriegt das auch nicht runtergeklappt oder so. Ich habe jetzt schon alles probiert. Aber sie leuchtet.
Das wäre halt noch cool, irgendwie ein Indikator, dass man sieht, wie viel noch drin ist. Aber das ist, glaube ich, auch schon wieder geht viel zu weit. Ich bin immer noch super zufrieden mit dieser Box. Und wie gesagt, das ist die zweite Generation. Die dritte Generation, die vierte Generation haben wahrscheinlich schon ein paar mehr Sachen, wobei die ja sich eher auf die Größe beziehen. Dennoch, gerade für jemanden wie mich, der jetzt nicht die meisten Commander-Decks hat, ich bin begeistert. Ich werde das Ganze jetzt wieder mal eine Woche einem Test unterziehen. Und wenn die Woche vorbei ist, werde ich euch dann endgültig die Review zur Box nochmal abschließend sagen und eine Zusammenfassung. So Leute, ihr seht schon in der Matte, die liegt mittlerweile ziemlich glatt. Woche ist rum. Ich habe die jetzt eine Woche mit mir rumgeschleppt. Ich habe die im Ranzen gehabt. Die Ecken sind ein bisschen, habe ich schon gesehen, so ein bisschen in Leidenschaft gezogen. Aber das passiert halt bei der Box, die halt in einem Ranzen drin liegt. Ich habe die mit auf die Arbeit genommen. Ich habe die mit in den Spielladen genommen. Ich habe tatsächlich eine Runde damit gespielt. Das fand ich schon ganz gut, weil ich habe dieses Jahr nicht so oft Commander gespielt. Deswegen war ich ganz glücklich, dass ich die halt auch gerade mal dabei hatte. Hauptsächlich habe ich sie benutzt als Powerbank tatsächlich. Falls mir da mal Ding leer geht. Deswegen habe ich das auch ganz oft auf und zu gemacht und immer wieder voll und zugeladen. Ich finde es immer noch schade, dass kein Indikator drin ist, wann die voll ist. Aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr coole Sache mit der Ladebank. Auch einfach eine dabei zu haben. Egal, ob es jetzt in dieser Box ist oder nicht. Eine Powerbank dabei zu haben, ist schon ziemlich gut. So, dann, die Hüllen sind jetzt noch mal eine Woche lang getestet und gespielt worden. Oh, die sind immer noch super glatt. Wie man hier auch sieht, immer noch intakt. Mittlerweile haben die auch so ein paar Macken in der Höhe bekommen. Aber das ist alles noch super im Rahmen. Man sieht mittlerweile hier unten auch die richtige Kante und die Kante und die Kante. Das passiert bei jedem mit Mischen. Voll okay. Konnte ich immer wieder gut rein- und rausholen. War gar kein Problem mit dieser Deckbox. Ich habe jetzt immer noch keine Token dabei, weil ich Token einfach immer noch überflüssig fand. Weil, wofür Token, wenn man auch einfach Würfel benutzen kann. Die Würfel habe ich jetzt damit rumgenommen. Das hat mir vollkommen ausgereicht. Ich benutze halt auf dem Handy, habe ich dann die App benutzt beim Spielen. Wofür brauche ich dann die Würfel? Ist mir dann auch irgendwann später erst eingefallen. Box hat sich bewährt. Das ist ein bisschen angsteinflößend immer noch. Mit der Urteil, die hier draußen so ein bisschen hängt. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich sie nicht einfach reintue. Ja, also hier habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Also es macht meiner Meinung nach in Hitterbox nicht ganz so viel Sinn, die da reinzutun. Es ist ein super cooles Feature. Aber grundsätzlich muss ich halt sagen, ich finde, dass in der großen Box, in der dritten bzw. in der vierten Generation, sind es ja mit vier solcher Deckboxen, die halt diesen Teil hier sind. Es ist wesentlich cooler, weil man dann eben sehen kann, okay, man macht die große Box auf, man sieht die vier Commander, welchen Commander spiele ich. Da macht das wesentlich mehr Sinn als in dieser Box. Dennoch ein super, super cooles Feature. Nutze ich auch weiterhin, denke ich. Es hat mich jetzt eine Woche lang nicht enttäuscht und es ist nie rausgerutscht oder nur irgendwie in die Seiten reingekommen. Ich war sehr, sehr zufrieden. Ja, dann habe ich die Hälfte schon erklärt mit den Hüllen. Die Hüllen sind jetzt nach 2 Wochen relativ im Dauerbetrieb ziemlich, ziemlich stabil geblieben. Hat mich mega überrascht. Und ihr wisst, wie unglaublich pingelig ich gerade bei Hüllen bin. Deshalb werde ich mir auf jeden Fall von denen sehr wahrscheinlich nochmal ein Packen Hüllen holen. Dann haben wir diese Deckbox. Die Deckbox selber, wie gesagt, hat ein paar Schläge abgekriegt, aber das ist vollkommen normal. Sie war stabil, sie hat gehalten, da ist nichts rausgegangen, sie ist nicht einmal aufgegangen in der ganzen Woche und behandle meinen Ranzen schon ziemlich, ziemlich mies. Gerade so eine Powerbank auch mal dabei zu haben, fand ich unglaublich gut. Die Matte habe ich hauptsächlich hier liegen lassen. Ich finde sie einfach zu schön, um sie zu benutzen. Ich habe jetzt auch gesehen, im Shop selber gibt es die nochmal als Custom-Matte, dass man seinen Namen da irgendwie drauf ballern kann. Unglaublich cool. Also gerade was diese Customized-Sachen angeht, die Leute machen sich einfach Gedanken. Also ich bin von Zauberhand richtig begeistert. Das ist wirklich, die Sleeves sind unglaublich cool. Ich finde die Hüllen auch unglaublich cool, die so an Motiven noch rausgebracht haben. Wie gesagt, die Glitzer hier sind nicht so mein Fall. Aber die anderen beiden finde ich richtig nice. Die Tokens finde ich richtig cool. Ich hätte davon gerne eine Light-Version, wo dann die weiß mit hellem Grau sind. Die Matte ist gut. Die machen sich Gedanken mit so Dingen wie dem Licht. Das habe ich übrigens nie benutzt. Das habe ich tatsächlich noch nicht mal mehr mitgehabt, ehrlich gesagt. Aber wenn ich irgendwo hingehe zum Spielen, würde ich es wahrscheinlich mitnehmen. Die machen sich Gedanken mit der Powerbank. Die machen sich Gedanken, wie mache ich weiter mit meinen Commander-Sachen. Weil darauf sind sie hauptsächlich ausgelegt. Aber selbst bei der Playmat kann man sich eine Playmat bestellen, die Zonen drauf hat, wenn man zum Beispiel auch Yu-Gi-Oh! Oder ähnliches spielt. Das fand ich richtig, richtig nice. Und auch dieses Teil hier finde ich ein sehr, sehr nettes Feature. Einfach hinzugehen und sagen, hey, das ist die Nummer von 1000. Das ist limitiert, es ist hart limitiert. Hier hast du den Beweis, schwarz auf weiß. Cool.
ihr könnt mich auf jeden Fall mittlerweile als Fan dieser Marke beschreiben. Ich muss jetzt noch schauen, inwieweit sich das noch für mich als gerade als Turnierspieler, wo es aktuell nicht wirklich viele Turniere gibt, aber die laufen ja langsam wieder an, es sei denn, wir haben demnächst wieder Pause. Aber gerade für mich als Turnierspieler ist so eine Deckbox richtig cool, aber als 100er relativ ungeeignet. Da bin ich noch am Überlegen, ob man da nicht irgendwie eine 80er draus machen kann, weil für Turniere ist es halt wesentlich angenehmer, eine 80er-Box zu haben, statt eine 100er. Wenn man da jetzt ein normales Deck reintut, ist das doch relativ viel Platz, was man da verschwendet. Ansonsten unglaublich geiles Produkt. Und deshalb bedanke ich mich nochmal bei Zauberhand, dass ihr mir diese Chance gegeben habt, eure Produkte zu reviewen, und kann jetzt wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was euch gefällt oder was ihr wirklich, wirklich cool fandet oder findet, guckt bei denen im Shop, guckt mal, was die noch so haben. Wie gesagt, erste Generation ist, glaube ich, ausverkauft. Zweite ist nicht mehr so viel da, ist aber, glaube ich, sogar im Angebot. Dritte Generation kommen jetzt, beziehungsweise dritte ist schon draußen, diese große Box. Und ansonsten ist es auch ein ziemlich, ziemlich guter Shop. Ja, soviel zu diesem Produktreview. Es ist ein bisschen längeres Video, sorry dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.